Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Wie ihr mal wieder sehen könnt, sitze ich hier nicht alleine. Sondern mit Selfie Sandra! Ah, ja! Vor einigen Wochen haben Sandra und ich schon ein Video hochgeladen, in dem wir Kinderserien-TV-Intros erraten haben. Da hat Sandra leider gewonnen, deswegen wollte ich unbedingt eine Revanche und wir machen die jetzt heute. Ja. Zehner, wenn du nicht verlierst. Okay. Lazy Town. 1-0, ey, geht schon gut los. Yeah. Fragt euch übrigens bitte nicht, warum hier jetzt beispielsweise Nummer 58 steht oder so. Wir spielen dort weiter, wo wir letztes Mal mehr oder weniger aufgehört haben. Also wir machen das gleiche Video und dann, juckt kein Schwein. Oh mein Gott. Save, ich weiß das kennt man, das kennt man. Ja, Oggi. Kakerlaken. Guck mal, wie hässlich die alle sind, Alter. Also steht immer noch 1-0 für mich. Kenn ich nicht. Auf kein... Normal. Norman normal, nee, kenn ich nicht. Norman. Felix weiß Bescheid. Felix. Egal zu welcher Zeit. Felix, Briefe von Felix. Kennst du das? Ja, natürlich. Oh mein Gott, das Alter, ich hab's so schön. Das war wirklich einfach schön. Das ist wirklich, auch schön die Bücher das, mit diesen ganzen Briefen, das war einfach nur richtig schön. Safe, ja. Mowgli. Huba. Ich will jetzt auch nicht irgendwie dumm irgendwelche Namen reinwerfen, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. 12 seconds later. Man kennt diese Figur, ja, ne? Aber was im Masupilami? Les Aventures du Masupilam. Nee, niemals. Und du kommst da mit Hubba Bubba und Mowgli, Alter. Pinocchio! 2-0. Nein! Sende bitte mal was! Das war ich. Nein, das war ich. Das war safe. Das war ich. Slow Motion. Das war ich, Alter. Das war ich. Sollen wir beide einen Punkt kriegen? Ja. Traf die Browns, die nahmen ihn gern mit heim. Jetzt fängt ein neues Leben an. Ich weiß es auch. Oh mein Gott. Das ist Paddington Bär? Oder nicht? Der Musik kommt mir bekannt vor. Genau. Oh mein Gott! Hätte ich nicht gedacht, dass ich das errate. Oh mein Gott. Alter, dieser Bär, das ist auch einfach nur richtig süß. Ja, safe. Ey, steht 4-1, ne? Lasst euch nicht erschrecken. Von den American Dragons. Kannst ja jetzt nicht sagen, wenn das da schon steht. Ich weiß, aber ich kannte die Serie. Aber kriegst keinen Punkt dafür. Schade. Typisch Andy. Typisch Andy. Meine Lieblingsserie, eine meiner Lieblingsserien gewesen. Ey, typisch Andy. Es steht 5-1. Sandra, was ist los mit dir? Lilo und Stitch. Ich glaube nicht, dass es Lilo und Stitch ist, aber ich glaube, es ist irgendwas mit Stitch. Ich sag Lilo und Stitch. Stitch. Ich habe aber zuerst Lilo und Stitch gesagt. Stitch. Ich habe safe zuerst Lilo und Stitch gesagt. Nein. Wiederholung. Ich krieg den Punkt, weil du am Ende mal... Du hast nämlich noch gesagt, nein, irgendwas mit Stitch. Ich habe aber zuerst Lilo und Stitch gesagt, dann gesagt, irgendwas mit Stitch. Das stimmt beides. Beide einen Punkt. Nö. Warum? Ja, komm, dann kriegst du den. Ja, danke. Kennst du noch den hier? Ja. So eine Missgeburt, Alter. Was war das nochmal für einer? Das ist immer dieser Raumschiff-Boss, ne? Ja. Das war der Bösewicht, das war Lilo, das Stitch ist die Mutter von Lilo. Nein, das ist die Schwester von Lilo. Die hat keine Mutter. Stimmt. Das ist die große Schwester. Stimmt. Dalmatiner. Das auch schon wieder kein... Das ist Detektiv Conan, oder? Da hatte ich früher so Angst vor diesen komischen schwarzen Gestalten, die dann keine so die Mörder Ahnung. Dargestellt haben. Keine Ahnung. Ich habe sowieso nie Animese geguckt. Animese? Ja. Das ist eher Mayonnaise. Mayonnaise hast du eher geguckt, ja, ne? Bibi und Tina. Fuck. Du hast nur Tina gesagt. Ja, okay. Den Punkt krieg ich safe, 6-2 für mich. Ja, sag schon genug über dich aus, dass du in 2 Sekunden errätst, dass es Bibi und Tina ist. Bevor Bibi und Tina ausgesprochen worden ist.
Hä? Denn das sind natürlich. Allein weil Carola die ganze Scheiße immer guckt. Prost Mahlzeit. Yu-Gi-Oh! Sandra, steht vielleicht gerade 7-2. Hast du vielleicht nur 2 Mitleidspunkte bekommen vom Lurch? Ich hoffe für dich, dass jetzt nicht Yu-Gi-Oh, Alter. Ich verwette meinen YouTube-Kanal darauf, dass es Yu-Gi-Oh ist, Alter. Okay. Yu-Gi-Oh. Krank. Krank. Ich wollte immer diese Dual-Disc, haben nie bekommen. Kleine Zwischenanmerkung, bevor das Video gleich weitergeht. Es gibt noch Restbestände von dem neuen Dick und Doof Hoodie und dem neuen Dick und Doof T-Shirt. Beide Sachen sind limitiert. Was sollten die Leute jetzt am besten machen? In den luka-shop.de gehen und kaufen. Danke. luka-shop.de. Die Wochenendkids. Das heißt Wochenendkids. Mit Tino und Kava. Mit Kava, der aussah wie so eine Ananas. Ah, ja. Jeder hatte mich in der Schule, hat mich immer Tino genannt, weil mein Zweitname ist Tilo, aber ich sah früher mal aus wie Tino. Und dann hat mich jeder immer Tino genannt. Scheiße! Ey, ich bin ja unnormal am Rasieren. Warte, ist das denn überhaupt das Wochenendkids? Das ist ja, Tino, das ist Kava, das ist, nee, Gretchen hieß sie nicht, oder? Keine Ahnung. Weiß nicht. Und die hier, das war so dieses coole Mädchen in der Truppe. Das bin ich. Ich bin auch die coolste aus unserer Truppe. Zieh erstmal deinen Pulli hier richtig rum an, Alter. Noch einen in die Fresse? Kleine Hure. Gott, Alter! Tief nochmal! Alles in einen. Stimmt, Schloss Einstein. Oh mein Gott, das ist dein erster richtiger Punkt, Alter. Digga, unten rechts einfach der Hausmeister. Der hier? Sieht aus wie unser Alter. Ja. Ja. Oben wie Frau Fana. Wer sieht der aus? Wie? Ja, wer ist denn der Direktor gerade? Ja, Mann! Alter, das war einfach unsere Schule früher. Summa summarum juckt es aber im Endeffekt niemanden. Eine mächtige magische Energie. Oh. Der Kraftstrom ist so stark, dass er nur... Galactic Football. Okay, das war's dann doch nicht. Kenne ich nämlich auch nicht. Aber man kennt das irgendwoher. Ist es Dragon Ball? Ein paar Sekunden später. Krass. Lockert so voll viele, die dieses Video schauen, sagen so, ey, ich habe doch eine Millisekunde schon erkannt, dass Dragon Ball ist, Alter. Aber ich habe das nie geguckt. Ich auch nicht. Ich war immer mehr Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und Digimon und One Piece bisschen, aber Dragon Ball Z habe ich nie geguckt. Ich habe dieses Anime, wie ich schon gesagt habe, sowieso nie geguckt. Alter, wie steht's eigentlich? 9-3, oder? Simsalabim Sabrina. Oder? Hatten wir das nicht schon in der... Zauberer an Waverly Place! Ich schwöre, ich glaube schon. Weil ich habe auch gerade überlegt, Simsalabim Sabrina hatten wir, glaube ich, schon im ersten Teil, wo wir das gemacht haben. Ja, dann ist das Zauberer vom Waverly Place. Ja. Mit Selena Gomez. Ja! Ja! 4-9. Ich habe aber immer noch 6 Matchbälle. Netz ultimativer Schulwahl. Nein, 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 stopp, sei leise gesagt, leise. Da sind... Nein. Da sind so zwei, ich schwöre, da sind so zwei Zwillinge und die haben so eine nervige Schwester, weil die machen immer so zwei, sind so zwei Zwillinge, die machen so übelst kranke Experimente. Das heißt, fängt mit F an. Phineas und Ferb. Ja! Fuck! Nein! Gewonnen! Hey! Ey, ich hab die Sonne über dich sein lassen! Okay. Ich hasse dich, ich hasse dich. Danke nochmal für deine Tipps. Dadurch habe ich jetzt gewonnen, meine lieben Freunde. 10-0 irgendwas gegen Sandra. Ich hoffe, dir hat es auch wieder Spaß gemacht. Letztes Mal hast du ja gewonnen, heute habe ich gewonnen. Wenn ihr also ein Finale haben wollt, also einen dritten Teil Kinderserien-TV-Intros erraten mit Sandra und Luca, dann lasst einen Daumen hoch und ein Video da. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr noch keinen Teil der Luca... Ich mach mal ein Bild davon und Spoiler schon mal. Was machst du? Ich guck mir das Video mal zu Ende an. Aber da kann ich nächstes Mal wieder rasieren. Du hast es eh schon wieder vergessen, bis du hier bist. Jo, stimmt eigentlich, ne? Na egal, wenn ihr Part 3 haben wollt, tschüss.